Hey Leute, willkommen auf Brizis Kanal und da bin ich auch schon wieder. So, meine lieben Lost Place Freunde, heute gibt es mal den ersten Lost Place von mir. Und zwar befinde ich mich hier gerade alleine an diesem Lost Place. Ich meine, guckt euch das gigantische Tor hier an. Aber ich werde gleich mal versuchen, da reinzukommen. Und dann zeige ich euch mal diesen gigantischen Lost Place. Und davon sollen einige über das ganze Bundesgebiet verteilt sein. Und ich bin mal gespannt, ob wir hier was sehen. Dann melde ich mich gleich und dann gibt es noch ein Outtake zum Interview mit dem Doc. Und jetzt versuche ich erstmal hier reinzukommen, Freunde. Alles klar, bis gleich. Jo, Freunde, also ich versuche mich hier gerade durch das dickste Grün zu schlagen. Wie ihr hier so seht, auch wieder ein gigantischer Zaun. Und es ist schwierig. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt reinkomme. Auch hier seht ihr jetzt alles verschlossen, alles zu. Ne? Und ich glaube, in den Lost Place, da komme ich nicht rein. Ja, Freunde, ne? Wie ihr seht, alles Riesentore. In diesen Lost Place, da werde ich wohl nicht reinkommen. Das kann ich leider vergessen. Ich dachte, ich kann euch da mal was zeigen. Aber wie gesagt, ich habe gehört, im ganzen Bundesgebiet gibt es überall solche riesigen Lost Places, die dann leer sind. Ja, schade. Hätte ich euch gerne gezeigt. Freunde, das sollte mal wieder ein kleiner Scherz von mir sein. Natürlich ist da kein Lost Place. Ich wollte nur mal in der Corona-Zeit uns ein bisschen aufheitern. Wie gesagt, Fußball gibt es auch nicht, für die, die auf Fußball stehen. Ja, und alle großen Stadien sind leer, verrammelt, verschlossen, keine Zuschauer. Ja, und damit müssen wir uns rumschlagen. Ne? So, und jetzt gibt es noch was Lustiges, und zwar das Interview habt ihr beim Doc auf dem Kanal gesehen. Und bei mir seht ihr jetzt im Prinzip so eine kleine Pleiten, Pech und Pannen. Logisch, da ist dem Brizi wieder was passiert und da zeige ich euch dann jetzt gleich. Ne? Alles klar, Freunde. Dann viel Spaß bei dem Video, wir sehen uns später. Ciao. So, dann kommen wir zur letzten Frage. Das ist eigentlich so eine Kooperationsfrage, die wurde mir gestellt. Ich dachte, ich übernehme die mal. Für den Weltmeister 666, und zwar, warum pusten wir immer erst in unsere Verdampfer rein und ziehen dann? Aha, okay. Na? Ja, das ist eine berechtigte Frage, Freunde. Und zwar hat das einfach den folgenden Grund, dass man erstmal die Coils so ein bisschen glühen lässt und die Coils erwärmt. Sorry. Was hast du? Ich habe, glaube ich, hier... Genau das dürfte nicht passieren. Was hast du gemacht? Alter. Hat er gefeuert die ganze Zeit? Ich glaube, ja. Alter. Nein. Ach du Scheiße, Freunde. Jetzt ist was passiert. Oh, Scheiße. Der Mod vom Brizi ist am Glühen. Ich sehe schon, wo ist das so heiß? Alter. Was sagen die Akkus denn? Oh oh. Das sieht ziemlich nach angebrannter Watte aus. Ja, dann auf jeden Fall. Ach, die Akkus, die gehen. Ja? Alles gut, ja, alles okay. Nein! Nein! Der liegt da unten, den muss ich gleich holen. Das ist der Dings. Magnet-Taster. Der Taster, ja. Du Scheiße. Alter Schwede, ey. Ja. Erschwerte Bedingungen heute hier. So geht das hier, mitten im Interview. Feuert der Ghoul einfach los. Ja, ey. Aber wie, ey? Alter. Ja, der hält jetzt nicht, logischerweise, ne? Ja. Ey. Pass auf, schmeiß nicht alles weg. So, Freunde, wir sind hier gerade im Landschaftspark unterwegs in Duisburg. Ja, und wir standen gerade da oben auf dieser Treppe. Und im Brizi ist der Mod in der Tasche losgegangen. Und er hat den dann auseinandergeschraubt und ihm ist der Magnettaster runtergefallen. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil hier hinten ist alles abgesperrt. Und irgendwo da vorne hinter dieser Mauer liegt der Mod vom Fabrizi. Das heißt also, der Brizi ist jetzt in Gefahr und muss hier oben irgendwie reinklettern. Das wird natürlich jetzt spaßig, ne? Thank you.
Schon wieder der Brizi am Start. Jo, da ist er wieder. Ich habe meinen Mod gefunden, Freunde. Ja? Ach du Scheiße, was ist denn damit passiert? Ja, ich glaube, dass ich Panzer rübergefahren bin. Ich habe meinen Kontakt wieder. Alles klar. Wunderbar. Ja, das war wirklich wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Kann ich dir sagen, ey. Das war jetzt eine Quälerei. Jetzt muss ich mir erstmal die Jacke ausziehen. Der Brizi hier, High Mountain Ranger. Ja, aber der besteht ja auch aus so viel Ersatzteile, dein Mod, ne? Wenn du da irgendwas aufschraubst und stehst auf dem Gitter, dann hast du die Arschkarte, ne? Ja, das war jetzt, ja gut, das war ziemlich warm am Bein jetzt. Ich denke, warum wird das so heiß? Also deswegen mit dem Mech-Tube rumrennen ist eigentlich immer scheiße bei so einer Aktion, ne? Also demnächst lasse ich den dann auch zu Hause. Ja, besser ist das. Und dafür dann halt doch wieder eine Box, ne? Das ist dann halt so, also, ne? Und den lasse ich hier. Wo hast du denn her? Der lag hier. Ja, dann bitteschön. So, komm, wir ziehen die Jacke aus. Ich baue den jetzt wieder zusammen. Jawohl. Ja, man merkt, man ist keine 20 mehr, ne? Nee, ne? Scheiße, ne, ist verdammt. Kriegen wir denn hier irgendwas zu trinken? Ne, hatte alles zu. Aber ich habe noch zwei Pullen mit. Na, ich habe Wasser, ich dabei. Ich dachte, ja, ein Bierchen. Ach so. Ja, das hast du dir jetzt verdient auf den Shop, ne? Auf jeden Fall. Pack dann erstmal ein, bei euch zu Hause zusammen. Ja, ne? Ein Review geben, wie ich den wieder repariere. Ja, alles klar. Da freuen wir uns drauf. Jo, ja. Leute, da sind wir wieder bei mir auf der Couch. Ist jetzt auch schon dunkel und ich habe jetzt ein bisschen mit dem Video gebastelt. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Hier in der Ecke. Ich denke mir, alle haben irgendwie immer so einen Begleiter im Hintergrund, die ein Video machen. Da habe ich meinen Deadpool mal reingepackt. Ich stehe nämlich voll auf Deadpool. Jo, alles klar. So, der Kamerad ist auch wieder heile. Alles wieder gut, Gott sei Dank. Da ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht. Also, funktioniert wieder, frische Watte. Alles wieder gut. Wunderbar. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin jetzt hier gerade schon. Der Björn hat im Prinzip seinen Geburtstagsstream. Zeige euch das mal eben schnell. Da sind wir schon. Ist schon drin. Und da werde ich jetzt auch gleich wieder zusteuern. Ich wollte nur noch die Szene jetzt hier aufnehmen und dann kann ich das noch ins Video fügen. Und dann bin ich fertig. Ja, dann, ihr wisst ja, ne? Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Einen Daumen hoch natürlich und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst von mir. Und dann bin ich an der Stelle raus. Ja? Bis dahin, euer Brizi, ne? Ciao, ciao.